Jetzt bin ich da. Willkommen zurück zu Edmund Denzlin. Und Dark Souls 3, Knaller durchgenommen. Alter, wo kommst du denn her? Hier, guck mal. Der sieht echt hässlich aus. Ja, ne? Der sieht echt aus, als ob er schon mal bessere Zeiten hatte. Boah. Die Ballcam. So. Mhm. Probieren wir es mal mit Joms Machete. Die echt sau viel Stamina abzieht. Da darf man nur einmal schlagen. Vor allem, wenn du auch noch eine Fat Roll hast, ey. Das war nicht so schlau eben. Der Typ errafft auch gar nichts hier, ne? Ich bin da gerade voll. Ja, aber der, guck mal, der hatte so einen Helm, da sieht man auch nicht so viel durch, ne? Ja, das stimmt. Guck mal, ich hab mir den von Orko von He-Man angezogen. Ist ganz hübsch. Könnte von mir wir aus haben gar nicht kommen. Das Grass Crest Shield. Ich verstehe gar nicht warum. Das ist eigentlich mein Lieblingsschild. Weil es auch noch mal ein bisschen Stamina-Boost gibt. Haben wir nicht. Denk mal dran, den Aufzug jetzt runterzuschicken, du Lauch. Ja. Immer vergisst du das. Und stirbst du beim Boss und ich muss wieder warten. Okay. Den mache ich jetzt platt. Oh, guck mal. Oh. Ist wohl. Kann sie es ein Tröde auch. Runterschicken! Er ist runtergeschickt. Nein. Doch. Okay. I go in. Irgendwann, der hat auch noch einen Buff, die Waffe, ne? Ah ja. Boah, da war ich gerade ein bisschen irritiert. Oh shit. Das falsche Ding genommen. Nee, ist egal. War gar nicht so schlecht. Das wollte ich nehmen. So. Oh, fuck you, man. Zur Seite, zur Seite. Ah. Gib mir mal eine Möglichkeit hier. Oh, shit. Läuft nicht so gut. Alter. Ah, jetzt kommen auch noch die ekligen Viecher da.
Heil dich ruhig, du hast genug Flasks. Nice. Ein Schläger. Ein Schlag ihn noch. Yay! Uiuiui. Du bist Boss, wenn du Dragon Slayer Armor schaffst. Ja, ja, du bist Boss. Ich bin die Mutter von Boss. Wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Ja, du bist Boss, wenn du Dennis Richtaski heißt. Ja, du bist Boss, wenn du das Bonfire erleuchtest. Orko versus Dragon Slayer Armor. Und wie so oft geht sehr ein gut. Boss an Dennis Richtaski, der Mann mit den eisernen Nerven, der Mann mit dem Skill. Freust dich, dass wir durch sind. Du hast nach zweiten Versuch schon keinen Bock mehr, den zu machen. Hab ich recht? Ja, doch, auf den mag ich eigentlich ganz gerne, weil der so, weil es ist halt ein Humanoid, so, da weiß man wenigstens, was passiert. Okay. So. Was ich halt nicht mag, sind irgendwelche komischen Monster, wo ich selber nicht mehr raff oder die Kamera mich besiegt oder so. Das ist dann immer. Echt schade, ich liebe Monster. Ich finde, davon gibt es in Dark Souls 3 ein bisschen wenig. Mhm. So, weißt du noch diesen Gaping Dragon, Klaffdrachen? Den stimmt, fand ich geil, ja, der war geil. Das war echt. Überhaupt Drachen. Gibt's überhaupt einen Drachen? Ja, stimmt, gibt's, aber ja, der ist ja nicht so richtig. Lame Taktik da, ne? Ja, ist aber kein richtiger Drache eigentlich. Also. So, guck mal, habe ich Bonfire klar gemacht oder was? Vielleicht zwei. Das ist ja die Stelle, wo du ein Bonfire sehen kannst vom Blitzen aus, mhm, ne? Da hinten. Aber gut. Ah, hier geile Waffen. Die Gotthard Twin Swords, die habe ich auf 10 hochgelevelt privat. Okay. Sind die nice, oder? Die sind nice sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier jetzt nochmal ankommen. Im Archiv, Archives. Ach du Scheiße, echt? Mhm. Da sind wir jetzt. Uah! Der Typ. Der flüchtet, ne? Ja, muss aber erstmal ein bisschen anknuspern. Okay. Ich würde aber mit den 70.000 mal kurz nach Hause gehen und dann gehen wir nochmal. Ja, die Archives habe ich in- und auswendig. Da habe ich sehr viel PvP invaded und so. Ja, da geht viel, ne? Da geht viel, ja. Wird man viel invaded und generell eigentlich ein ganz geiles Level. Da sind ganz oben. In dem Moment, wo du rauskommst aus den Archives, sind diese drei NPC, also diese humanoiden Typen wieder. Die sind hart, finde ich. Du musst einzeln pullen, auf jeden Fall. Ja. Ja, das klappt nicht immer. Wenn die mal zu dritt kommen, bist du. Das ist echt evil. So, müssen wir irgendwas machen? Ein bisschen noch. Ja, mal gucken, ob wir Yorm noch aufgraden können. Ja, zweifel ich, wenn sie ihr super Ice Sword gerade gebattelt haben, da. Was haben wir denn hier? Mal das auf 50 bringen? Ja, Mann, ey, konsequent. Es ist auch ein Holzweg zu Ende zu gehen. Aber guck doch mal, vielleicht kann man auch schon Scales kaufen. Nee, ne? Ich weiß, wo man die kriegt. Haben wir schon die, haben wir schon. Können wir schon zum Dragon-Level? Gehen wir jetzt mal kurz gucken, ne? Da kriegt man nämlich die Asche, mit der wir die Scales kaufen können. Guck mal. Oh. Guck mal. Ach, die haben Twinkling Titanite benutzt. Oh, okay. Können die sogar maxen. Wir haben sogar die maxen? Slap. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Zack, boom. To the max, Jons Michelle. Derbe. Jetzt sind wir ultra. Jetzt können wir battlen. Das Eisschwert hat wahrscheinlich Twinkling Titanite benutzt. Kann das sein? Ja, weil es keine Bosswaffe ist. Ja, irgendwie sowas. Soll ich hier nochmal poppen, dass wir die 20.000 irgendwie ausgeben? Ja, du bist Boss, wenn du Jons Machete nutzt. Ja, du bist Boss, wenn du dein Klo putzt. Ja, du bist Boss, wenn du Seelen nutzt. Ja, du bist Boss, wenn du das Hühnchen rupfst. Wenn du das Hühnchen rupfst. Okay.
Hörst du das eigentlich so, wenn du jetzt zur Arbeit fährst und mit offenem Fenster ganz laut so Mucke machst? Nee, mit geschlossenem Fenster. Das soll ja keiner hören, dass ich das höre. Wahrscheinlich letztens an der Armbeuge hat Skanner genau sowas gemacht und hat er auf seinem Arm stehen, no dream is tour, whatever, aber tour mit einem O, tätowiert. No dream? No dream is too far oder sowas in der Richtung, aber tour mit einem O. Ah, schrecklich. Konnte ich mir das Grinsen nicht verkneifen. Ich wollte ihn eigentlich sogar drauf ansprechen, aber... Na gut, das geht ja noch, da kann er ja vielleicht noch irgendwie ein O reinquetschen, irgendwann mal nachträglich. Ansonsten irgendwann mal. Macht er so einen Pfeil nach, weißt du, so ein kleines O, ja, und dann noch mit so einem Pfeil da, genau, unten hin. Guck mal, wo ist der drachenmäßig hier? Wo geht das? Wo geht das? Hier, ne? Nee, bei den Dungeon. This is the real Dungeon. Ne, eins nach rechts. Da. Ne. This is the real Dungeon. Nein, eins nach rechts. Warum hörst du nicht auf mich? Hier, ich bin eins nach rechts. Da, is the real Dungeon. Ja. Ist da kein Bonfire drin? Nein, aber da ist der Aufzug, der links runter geht. Das ist die Abkürzung. Okay. Aber du hättest auch einfach erstmal gucken können, ob wir die Geste schon haben. Dann haben wir schon. Wir waren da doch schon drin. Ja? You sure? Nee. Ein bisschen sure. A little bit sure. Die Geste kriegt man nämlich... Die haben wir schon, Alter. Die kriegst du nach dem... Die kriegst du da unten. Eagle Dragon. Muss ich hier? Nee, doch. Nee, oben beim Bonfire, du bist schon zu weit. You've gone too far. Oh. Und dann sie hier so rein, sie. Hier tue sie rein. Yorms Machete in the house. Aber das ist, da musst du quasi das Dragon Level quasi fast durchspielen, ne? Um zu der Asche zu kommen. Die ist relativ am Ende. Machen wir jetzt kurz. Ich meine, wir haben plus 5 Waffe. Na gut. I'm just saying. Guck mal. Geil. Sind wir hier lang, oder? Mhm. Und dann? Hier hoch? Oh, guck mal, da ist noch eine Chest gewesen. Wild? Wer hat das Level-Ding durchgespielt, möchte ich mal wissen. Das ist ja schwer, okay. Ist schon fast tot, ey. Ich mag die Waffe. Endlich mal eine neue Waffe auch, ne? Ja, ne? 3 Schläge für den Mimic, ey. Kann nix sagen. Toll. Wieso war denn da noch eine Kiste? Wie kann denn das sein? Wie kann es denn sein? Komisch. Ja, die ist aber ganz schön schwer, die Machete. Können wir nicht mehr so die krasse Rüstung tragen, aber who cares? Ey, ich glaube, ich habe dich falsch gelotst. Ich glaube auch. Wir müssen... Ich weiß, wo es ist, ich weiß nicht, wie man hinkommt. Hier liegt doch überall Stuff, das kann doch gar nicht sein. Wie springt man nochmal? L oder? Mit dem Stick. Ja, welchen? Den richtigen. L3. Ist der, ne? Ja. Glaube ich. Lightning Bolt, ja, der. Ey, wir sind so falsch. Ey, wir sind nicht so falsch. Wir sind ein bisschen falsch. Okay. Wir müssen da links. Da? Da links, da in den Tunnel rein. Ey, wenn wir da schon waren, dann könnten wir uns ja auch einfach hinbieben. Ja, das sag ich doch. Wie, das sagst du ja? Ich hab gesagt, gibt's da kein Bonfire. Beim Feuerlevel meinst du? Beim Drachenlevel? Ja. Natürlich gibt's da Bonfire. Ja, wieso sagst du denn hier übertrunden? Ja, weil ich nicht glaube, dass wir schon beim Dragon waren. Okay, ja, kann ja sein. Aber hier rechts da rein. Ey Leute, es tut mir echt leid, dass ich so eine unglaublich sexy Stimme habe gerade. Ich mag die Waffe und die ist noch nicht mal gebufft, ne? Man kann die ja noch buffen. Ja, ne? Und ich ja. weiß nicht, ob man sie links, ob wenn man sie gebufft hat, ob man dann auch noch sie verzaubern kann. Nee, du kannst, glaube ich, Bosswaffen generell nicht verzaubern. Sag da einfach, da ist es doch.
sagt er einfach so, ne? Ja, ne? Aber weiß er das auch? Naja, ist sehr smart, deswegen drückt er jetzt mal die falsche Taste. Da war es doch schon. Path of the Dragon. So ein bisschen das Painted World of Ariamis, ne? Optionales Secret-Gebiet. Mhm. Bei Dark Souls 1 hattest du ja auch noch das Nest zurück ins Asylum. Oh, fand so ich geil. Auch Secret. Super und da musstest geil. Du, glaube ich, 20 Sekunden rumsitzen. Mhm. Bei Bloodborne musstest du 30 Sekunden oder so die Geste machen vor dem Auge. Und hier dauert das nur 5 Sekunden. Vor welchem Auge? Mann, Alter, da wo man in dem einen Level ist, wo dieser komische Fleischberg mit dem dicken Auge dann runterfällt. Und du dich dann da runterlässt. Weißt du nicht mehr, ne? Zu viel Souls in meinem Gehirn. Der einzige Teil, in dem man zuvor eine Geste machen musste, die was getriggert hat. Dragon! Schönes Wetter, ist ein bisschen wie Urlaub hier. Mhm. Überlegt es nochmal auf dem PC durchzuzocken in 60 Frames. Ja, dann kannst du schwierig zurück. Ich habe eine Woche gebraucht, um mich an die Framerate zu gewöhnen hier. Ich zock, glaube ich, nur noch PC jetzt, ey. Also, wenn es die Option gibt. Ja, ey, fuck you. Na, Kacke, wenn du es nicht bis zum Bonfire packst, ne? Ey, irgendwas mich die. Ach, ich hab die zweihändig, deswegen. Alter Mann, scheiß Schlangenkackdödel. So, jetzt geht's ab. Das ist so typisch Dennis. Dragon Slayer Armor killen, aber dann an solchen Lappen scheitern. Ey, du siehst richtig in deren Maul diese Giftdrüse. Hast du das gesehen? Nee. Da ist so ein kleines Loch. Siehst du, unten da, wo die Zunge sein müsste, ist so ein kleines Loch. Doch. Ja, du kennst es doch, Alter. Die können manchmal, musst du erstmal reinkommen. Ich meine, die Waffe habe ich noch nie gespielt. Hier war ich ewig nicht mehr. Das kann ich mir, ich darf nicht, oh. Das müssen wir wahrscheinlich später. Hier liegt noch was. Schlecht gespielt, ey. Ja, wo tauchen wir denn jetzt auf? Jetzt müssen wir wieder hinrennen. Ja, natürlich. Ja, yeah, thanks for your support. Ja, was soll ich denn, mein Support, warum ist es meine Schuhe? Was soll ich dir denn sagen? Vielleicht irgendwas anderes als, oh, schlecht gespielt. Das habe ich erst danach gesagt. Das ist halt deine Aura. Ach, guck mal, wir starten doch hier. Ja. Ist doch super. Ist doch gar kein Problem. War doch gar nicht schlimm, dass du scheiße warst. Du hast so ein Buff. Der auf alle deine Teammitglieder minus 1 auf Moral, minus 10 auf Skill, minus 20 auf Motivation. Wieso hast du einen Dragon Armor gepackt? Kann nicht sein, was du erzählst. Dritten Versuch. Man muss einfach geil spielen, Dennis. Guck, so wie ich. Dann hast du auch keine Probleme. Dann muss man einfach nur umhauen, die Typen. Ja, ist gut, alles klar. Du bist halt der Boss-Slayer, aber du bist halt PvE, hast du nicht so drauf, ey. Ja. Das ist das Management mit verschiedenen, vielen, kleineren Dingen, was dir Sorgen bereitet. Ja, könnte ich jetzt aber verknacken. Das war eine Vorlage, natürlich. Guck mal, du musst erst den hier machen, das ist sehr wichtig. Dann rollt man zur Seite. Und dann, ey, wieso haben wir eigentlich so wenig Energie? Ich verstehe das gar nicht. Mm,
ist nicht einfach zu kontrollieren, die Machete. Die hat so wie diese Clubs damals, die immer in die falsche Richtung geschlagen haben. Erinnerst du dich bei Dark Souls 2? So links und rechts immer. Ja, immer schön daneben. Muss man sich erst dran gewöhnen. Ist gar nicht mehr gehandelt. Ach, guck mal, da haben wir immer noch zwei. Nice, mit aufgeladen, nur ein Schlag. 1000 Seelen, ey, das, in der Tash. Die können auch Chunks übrigens droppen hier. Ja, cool. Hier ist ja eh quasi das Farmgebiet Number One, oder? Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Farmgebiet. Setz dich. Ah, ne, setz dich nicht. Und die Schlangen wieder. Haben wir hier eigentlich alles? Ja. Okay. Ja, sieht man mal. 20.000 Seelen schon wieder. Au. Ah. Geht gut. Noch ein Chunk. Ja, guck mal. Wie lohnt sich das? Der ist schwer hier, der Typ hier. Ist ein großer. Mhm. Gib ihm. Gut. Huch, was war denn das? Hast du das gesehen? Der hat irgendwie eine Animation gemacht. Ja, das war strange. Aber musst du jetzt noch einmal treffen? Das ist tot. Ah, wieder daneben gehauen. Oh, und der fällt da fast. Ja, witzig ein. Guck mal, der lässt sich sogar. Will die Freunde werden. Denkt er sich was aus? Komplett demoralisiert den Typen. Geistig umgebracht. Oh. Gut. Ja, aber wohl ein Bug oder irgendwas, ne? Nee, der war wirklich, der hat einfach keinen Bock mehr. Ancient Dragon, Great Shield. Das sieht ganz cool aus. So, da liegt doch links noch was, oder? Leuchtet das da nicht so hell? Ignore. Was. What could it be? Tiny chunk. Endlich mal ein Dragon. Wie mies.
können nichts machen. Ha. So was your one chance. Ey, der ist schon ganz schön langsam mit der Machete übrigens. Ja, das stimmt. Wie lange hast du gebraucht, bis du gerafft hast, wie du den Drachen tötest? Relativ schnell, als ich gesehen habe, wie wenig Schaden ich ihm gemacht habe. Ja, ne? So. Also da war mir klar, dass es irgendeinen anderen Weg geben muss. So, ich sammle jetzt mal den Shit an. Ey, das war ja mies. Mitten in der Aufstehanimation kommt da die Flamme rein, ey. Das erste Mal bin ich geradeaus rechts runtergerannt. Ich meine, man kann den auch so machen, also so ist es nicht, ne? Ist absolut doable. Hey, Snack Bro! 20.000 Seelen. Liegen die da? Ja. Ich gehe mal hier hoch, ich weiß gerade auch nicht mehr, aber scheiße. Ja, ist richtig. Ja? Willst du sammeln oder willst du ihn erstmal killen? Ich kill ihn erstmal. Ja, dann bist du richtig. Wenn du wirklich durchrennen willst, dann wird es jetzt schwierig, aber es ist machbar, habe ich auch schon gemacht. Der Typ da muss jetzt aufpassen. Der hat enorm fiese Reichweite. Oh, weiter, weiter. Na, links die Leiter hoch. Mhm. Aua, 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 aua. Fucking Stein! Ätzend, ey. Das ist nicht so einfach. Aber geht. Ja. Werbung müssen wir machen und dann rennen wir da wieder hoch. Und dann probiert Dennis Pringles Hot and Spicy und sagt euch exklusiv auf Rocket Beans TV, wie geil die schmecken.